Ahoi, Kradujano, und herzlich willkommen zu unserer neuesten Schiffsreview. Die Francesco Ferrucci, meine Freunde, T7 angesiedelt. Ein Schiffchen, was wir im Kitakami-Ressourcen-Event bekommen können. Die Ferrucci selber werdet ihr schon ab Etappe 16 bekommen, sprich nicht ganz so viele Ressourcen, die ihr dafür ausgeben müsst. Ob sich das Ganze aber wirklich lohnt, müsst ihr entscheiden. Rein theoretisch Free-to-Play möglich zu erreichen, wenn man über die letzten Jahre schon gespielt hat und eine Menge Stahl, Kohle, Forschungsbüropunkte etc. zur Seite gelegt hat. Für alle, die nicht viele Ressourcen haben, für euch ist das Event sowieso kompletter Nonsens, da werdet ihr leider nicht viel rausbekommen. Die Ferrucci auf T7 angesiedelt, ein Italiener, ein Kreuzer mit Vierlingstürmen. Hier haben wir einen Vierlingsturm und hier ganz hinten haben wir den zweiten. Sehr merkwürdiges Turmlayout, aber das ist ja momentan bei Vogue Gaming sowieso total in, dass wir komische Schiffe bekommen. Hintere Turm, kann ich euch gleich sagen, dreht 360 Grad, dadurch gut einsetzbar. Und passt mal auf, die Hauptbatterie hat noch einen anderen Clou. Aber wir gucken es erstmal an. Lebenstechnisch 31.550. T7-Kreuzer ganz normal. Torpedoschutz 10% ist okay. Panzerungstechnisch haben wir hier 25mm. Panzergürtel 52mm. Sprich, Panzerung ist nicht wirklich vorhanden. Wir fressen überall maximal. Was wir aber haben. Warte. Hier wollte ich hin. Bei der Hauptbatterie. Das ist einfach das Highlight hier bei dem Schiff. Wir haben die 2x4 152mm Türme. Leider kein 203er, nur 152er. Mit Grundwert 17,5 Kilometer Reichweite. Da sagt ihr jetzt, what? Für einen T7-Kreuzer? Gute Reichweite. Wenn ich euch jetzt sage, das Ding hat auch noch einen Reichweitenflieger dabei, dann sagt ihr, what? Da kommen wir auf einen abartig guten Wert. Kann man nicht anders sagen. Kudusov und Co., das ist für uns alles gar kein Problem, denn wir haben auch einfach so eine Reichweite. Dazu noch eine Granatgeschwindigkeit von 995 Meter pro Sekunde. Bei HE und auch bei SAP. Ja, wir haben keine AP. Wir haben nur HE und SAP dabei. Irgendwie ist meine Cam da schon wieder genau vor. Ah! Moment, ich mache mal hier so ein bisschen rüber. So ist besser. Wir haben tatsächlich keine AP dabei. Das heißt, Breitseiten können wir nicht groß bestrafen. Die Granatgeschwindigkeit ist ähnlich wie bei der Petro Pavlovs, sprich einer der schnellsten im Spiel. HE-Durchschlagskraft leider nur 25 mm, nicht die 32, aber 8% Abfackelchance. Bei SAP haben wir 42 mm Durchschlag. Heißt also, wir werden hier mit SAP sehr viel machen können. Ich muss leider sagen, auch wenn es hier mit der Streuung, Maximalsteuerung 143 Meter, die Reichweite, die Geschwindigkeit, alles total geil ist, ich muss leider sagen, das werdet ihr in dem Gameplay auch sehen, durch das Turmlayout und allgemein durch die schnellen Granaten und das genaue Trefferbild, du schießt 8 Granaten ab, aber gefühlt kommen immer nur maximal 2-3 an und treffen, wenn denn überhaupt. Schadenstechnisch ist das bei dem Schiff tatsächlich schwierig, hohe Schadenzahl an die Gegner zu kriegen. Die Abfackelchance 8% ist nicht besonders gut. Und das Hauptproblem dabei ist eigentlich unsere Ladezeit, weil die liegt bei 11 Sekunden. Und das ist für 152er Geschütze ein großes Problem. 152er Geschütze haben meist eine deutlich bessere Nachladezeit oder halt mehr Türme oder besser gelegene Türme, haben wir hier leider nicht. Das heißt, wir haben ja eigentlich eine super geile Hauptbatterie, die mit einer 11 Sekunden Ladezeit daherkommt, was einfach sehr, sehr, sehr lange ist. Und dadurch machst du immer Kleckerschaden, 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 weil Breitseiten mit AP können wir ja auch nicht bestrafen. Wenn du hier nicht gerade Glück hast, mit den Abfacklern groß zu agieren, sondern tatsächlich mit SAP oder HE schießt, ohne die Gegner abzufackeln, kommt immer nicht viel bei rum. Ne? Da werdet ihr gleich im Gameplay auch noch sehen. Sonst die Hauptbatterie super geil. Die Nachladezeit in meinen Augen einfach zu lang. Torpedos haben wir auch dabei. 2x4, 13,5 Kilometer Torps. Das sind die typischen italienischen Schleichtorpedos. Torpedowerfer ist hier an der Seite irgendwo gelegen. Da haben wir pro Seite 4 Torps raus, 13,5. Immer nebenbei mal raustorpen. Mit ein bisschen Glück trifft man mal einen Gegner. Wasserbomben müssen über das U-Boot rüberfahren, daher anti-U-Boot-technisch sind wir der letzte Müll. Flugabwehrwert haben wir hier, 90%ige Trefferwahrscheinlichkeit, was die Explosion angeht, sprich die Wolken, 4 Wolken an der Zahl oben, das sieht gut aus. Für einen T7-Kreuzer ist das hier auf jeden Fall ein guter Wert. Manövrierbarkeit 38,3 Knoten schnell, tolle Geschwindigkeit. Wendekreisradius 620 Meter, Ruderstellzeit 6,6, Erkennbarkeit zu Wasser 9,9. Achtung! Ich habe tatsächlich die schweren SAP und HE-Granaten mit, sprich mein Tarnwert ist sogar noch schlechter. Normalerweise habt ihr einen Wert von 8,9 oder 8,8 irgendwie so in dem Dreh. Ist traumhaft geil. Das ist ein traumhaft geiler Tarnwert bei diesem Kreuzer. Dieser Kreuzer braucht ihn aber nicht wirklich, weil wir die Reichweite haben und weil wir die Granatgeschwindigkeit haben. Das beißt sich wieder. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, dass dieses Schiff so einen verdammt geilen Tarnwert hat. Darum hier ruhig schwere SAP und HE-Granaten mitnehmen. Bei den restlichen Skills bin ich selber noch mal überlegen, was ich so alles mitnehme. Ich habe hier den Nebel noch ein bisschen verstärkt. Haben mir so ein bisschen die Alternativen gefehlt, was man noch mitnehmen könnte. Aber da einfach freischnauze selber den Skillen. So.
Bei den Modulen, die ich verbaut habe, habe ich hier tatsächlich die Antriebsmodifikation mitgenommen, um ein bisschen mit der Geschwindigkeit zu spielen. Man könnte Ruderstellzeit theoretisch auch noch verbessern, mit 6,6 ist die gut. Dann lieber schneller anfahren und dann einfach zwischendurch immer mal ein bisschen langsamer werden, Gas geben, langsamer werden, dass die Gegner euch dann stark auch dann mal verfehlen. Hauptbatterie, die Genauigkeit hier noch verbessert und Signale sind klar. Was wir dabei haben auch ist ein Abluftnebelerzeuger. Das bedeutet, wir können bei voller Fahrt den Nebel weiter nutzen, hält dadurch aber auch bloß 26,6 Sekunden. Letztnebelwand steht für 10 Sekunden noch da und dann müssen wir über 2 Minuten nachladen. Das tut weh. Das tut richtig weh. Aber dafür rettet dir dieser Nebel einfach den Arsch und für einen T7 Kreuzer ist das wirklich extrem hochwertig zu haben. Viele Radarschiffe sind nicht unterwegs, wenn man nicht gerade gegen T9 fährt. Und das bedeutet für euch, ihr habt eigentlich immer, wenn ihr, oh scheiße, Kacksituation, da hinten sind zwei Schlachtschiffe. Nebel an, zack, eingedreht, nebenbei noch weitergeballert und dann passt das Ganze. Ihr geht nämlich selber beim Ballern erst bei 4,4 Kilometer auf. Das heißt, ihr könnt rein theoretisch den Nebel dann auch offensiv nutzen, während ihr gerade wegfahrt, einfach weiterschießen. Und wenn auf 4,4 Kilometer um euch herum nichts ist, bleibt ihr zu. Das ist geil. Wir haben Jäger dabei oder Aufklärungsflieger. Aufklärungsflieger habe ich mitgenommen, plus 20% Reichweite nochmal dazu. Und da kommen wir jetzt hier, 3,4, kommen auf über 20 Kilometer, kommen fast auf 21 Kilometer. Da träumt die Kudus so von. Wow, was eine Reichweite. Und du kannst mit der Granatgeschwindigkeit und der Genauigkeit, kannst du die dann auch noch treffen. Aber wie gesagt, großer Nachteil ist hier die Nachladezeit. Das ist das, was der Ferruccio so ein bisschen das Genick bricht. Sie funktioniert, keine Frage. Aber sie ist eher so ein kleiner Kreuzer, der die ganze Zeit mitschießt, so ein bisschen nervig ist. Aber so richtig reinkloppen tut sie leider nicht. Außer einer steht butterweich vor dir und du kloppst ihm mal 8000 aufwärts mit SAP, wenn beide Türme ausgerichtet sind. Aber dafür musst du halt nach vorne und das sollst du damit ja eigentlich nicht. Geschichtliches zu Ferruccio haben wir auch. Jahresentwurf 1939. Projekt eines leichten Langstreckenkreuzers wurde im Rahmen eines Programms entwickelt, das den Bau dutzender Schiffe verschiedener Typen der Operation für die italienische Marine im Indischen Ozean umfasste. Einer der ersten Entwürfe eines 8000-Tonnen-Kreuzers war ein ungewöhnlich aussehendes Schiff mit 152 mm Geschützen in Vierlingstürmen. Zu seinen weiteren Merkmalen zählten die großen Einsatzreichweite von mehr als 27.000 Kilometer und 1939 entwickelte 90 mm Mehrzweckgeschütze. Interessant. Wichtig ist ja hier nochmal gesagt, ich kriege sie jetzt allgemein erstmal nur über das Event. Danach soll sie ein Jahr wohl verschwinden. Auch die Kitakami soll sogar 2 Jahre nach dem Event verschwinden. Die anderen Schiffe, wo alle denn ein Jahr sind, dann wohl raus, so wie ich das rausgelesen habe dabei Wargaming. Bedeutet für euch jetzt eine Chance, das Schiff zu kriegen. Aber nur wegen der Ferruccio jetzt so viele Ressourcen, gerade Stahl und Kohle reinzuballern, kann ich vorweg schon sagen, würde ich nicht unbedingt machen. Wer eh zu Kitakami will, das ist der richtige Weg, da kriegst du ja automatisch mit. Aber nur gezielt hier jetzt eure ganzen wertvollen Ressourcen für rausbuddern. Schaut euch mal das Gameplay an, dann seid ihr vielleicht da auch schlauer. Viel Spaß. Da sind wir auch schon in der Runde mit unserer Ferruccio. Mal schauen. Nier dabei in seiner Yukon und Skjö dabei in seiner Yudachi. T7 gegen T9, Minnesota höchst bei den Gegnern, Friedrich bei den Gegnern, ach, scheiße. Guck mal, die armen Siemer an da bei uns im Team, haha. Oh Gott. Los geht's. Yay, Spaß pur. Aber kein Flugzeugträger, kein U-Boot, nur 2 DDs. Easy. Was sofort auffällt, hinten der Turm dreht 360 Grad, wäre auch schlimm, wenn nicht, dadurch natürlich auch gut einsetzbar. Turmdrehgeschwindigkeit ist angenehm und wir haben halt 8 Schuss mal gleich in der Luft. Ultraschnelle Granatgeschwindigkeit. Und 152 mm haben 42 mm Durchschlagskraft mit SAP. Fetzt. Wie kriegt man das Schiff? Durch das Ressourcen-Event. Stufe 16 Ressourcen-Event, da kriegst du die Ferruccio. Das Ressourcen-Event geht in ein paar Tagen los. Da, wo man die Kitakami jetzt Endbelohnung bekommt. So, Yudachi, bin direkt... Yudachi ist schon Skjö, bin direkt hinter dir. Wir haben auch einen Zuschauer namens Yudachi. Ist sehr verwirrend immer hier. Und Heart of Justice noch gar nicht, ist ein Testschiff und der NDA... Das kann noch eine ganze Weile dauern. Genau, die wurde erst zum Testen freigegeben. Das kann jetzt bis zu einem halben Jahr dauern, bis sie kommt. Die werden nicht mehr auf dem Testserver getestet. Reichweite haben wir 18 Kilometer. Reichweitenflieger theoretisch dabei. Da träumt die Kudus doch von. Das stimmt nicht. Die werden noch auf dem Testserver getestet. Echt? Ich dachte, die kommen jetzt gleich mal bei uns rein. Ja, werden halt überall getestet. Bloß hier hast du die meisten. Oh, B ist was drin. Der Besen, ja, stimmt. Loyang oder Acker. Acker. Ich habe die schweren SAP-Granaten geskillt. Ihr seht, haben wir jetzt 9,9. Normalerweise hätten wir unter 8 Kilometer. Ja. Scheiße, das war zu kurz. Das war zu kurz. Bom, bom, bom. Smoke. Und nicht getroffen. What? Soll ich die nicht getroffen haben? Ja, ich leider auch nicht. Ist der echt schon rückwärts gefahren?
Tut mir leid, Skö. Nee, wieder nicht getroffen. Scheiße. Weit gehen die Tops eigentlich? 13, ich hab die 13 Fünfer Tops. Oh, da ist er wieder. Ja, ist Akatsuki ist rausgefahren. War aber ein Fehler, der fährt gleich wieder zurück, der fährt gleich wieder zurück. Hab ich zu spät gesehen, scheiße. Oh, hängt hier meinem Nebel ab? Was? Oder ist es sein Nebel? Ich weiß es nicht. 3, 2, 1, lad doch nach, die Kacke. Nein, jetzt muss ja eine Tor geschossen. Vielleicht gehen die Torps rein von Dings. Ja, jetzt habe ich ihn endlich mal getroffen. Und oh, ist down, ja, schön. Askew ist auch fast weg. Eieieiei. Ja, solange er überlebt, ist alles gut. Merke, nicht weit vorhalten mit den fast 1000 Meter pro Sekunde Granaten hier. Das ist ja Wahnsinn. Nee. Oh, die Torps. Nein. Fahr nicht rein. Da kommen noch mehr Torps. Ah, gerade fahr nicht rein. Ist die Choupon echt in meinem Nebel stehen geblieben, weißt du? Obwohl ich diesen Mitschleppnebel sogar hab. Frech. Einfach frech. Okay, cool. Mach ich dir hier. Huch, das war aber knapper als gewollt. Eigentlich, wenn du so redest, den Torps reinfahren. Passt, ja. Ich hab irgendwie da hinten gerade zu Minnesota geguckt und der Torp kam irgendwie doch noch dichter. War nicht so geplant. Dann Horst 43. Wir haben aufgehört. Ach. Oh, so Young da drüben. Bleibt aber zu. Oh, Choupon nimmt einen Top mit. Jupp. Das waren 16.000. Der tat weh. Tokachi hat getroffen. Kommen wir nicht rüber? Schon Horst Eid da irgendwo lang. Sie könnten wir da drüben beschießen, aber wer weiß, was mich denn hier alles behagt. Wolltest du die Länge der Tops messen oder warum wolltest du nicht? Ja, ich wollte mal streicheln. Das sah so niedlich aus da im Wasser. Ich wollte einfach mal streicheln. Wird man ja wohl nochmal machen dürfen. Jetzt fährt der sofort los. Ah! Wem man's macht, ist falsch. Unsere Choupon will, glaube ich, dass du stirbt. Meinst du? Der hat da gerade hingepinkt. Ey, ich brauche da hinten bei D6 Aufklärung. Geh denn hin da? Skür, los. Ja, nee. Ich push. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Push. Hat mich sogar noch getroffen. Ich treffe überhaupt nichts gerade. Meine Fresse. Dürfte ich jetzt hier auch mal irgendwie was treffen? Katschi eiert da. Scheinhorst ist da wahrscheinlich irgendwo. Da kommt AP geflogen. Gefährlich. Hilft hier nichts. Ich muss links lang. Das bringt hier nichts. Kann hier nicht mitfahren. Oh. Hi, Skö. Hi, Skö. Toppen kann mich nur eins Gehör. Boing. Sorry. Hat mir gerade die gleiche Idee, hier unten abzuhauen. Die Choupon steht mir da ein bisschen zu gefährlich. Solange die Tokachi hier so offen und er geht zu. Aber ich musste es ja auch sagen. Print die sie offen. Komm ich nicht an. Oh, Tokachi, geh auf. Komm. Charge geht down. Schön gemacht. Recht lang das Schiff hier. Aber trotzdem agil. Gefällt mir. Denkt sich ganz cool. Da ist die Scheinhorst. Der hatte wieder umgedreht und fährt echt jetzt hier lang und greift an. Interessant. Spottet. Das ist die Ashitaka. Bitte nicht auf mich. Guck mich her. Das ist die Tokachi. So, die müssen wir jetzt am Cappen hindern. So, Tokachi. Ashitaka, schieß auf mich. Ist klar, Ashitaka. Ist klar. Nope. Das hast du so gedacht. So, Tokachi muss jetzt mal weg hier. Der nervt mit den Tops. Geht rein. 2000, zu wenig. Und ich würde mal sagen, Tokachi ist down. Wutsch. Leute, der überlebt. Und nicht down. Jetzt ist er down. Frisch. Nurlins gibt wieder Gas. Weil der beschossen wird, gibt er sofort Vollgas. Ich kann das warten. Echt, ey. Erfahrener Kapitän oder Zufall? Man weiß es nicht. Oh, Ashitaka-Salve kommt wieder. Und wir haben Nurlins verfehlt. What? Bullshit. Ich in Nebelballer gehe ich auf. 4,4 Kilometer. Das ist ein guter Wert. 13,5 Kilometer Top-Reichweite, Freshti. 13,5. Damit lässt sich gut arbeiten. So, nun haben wir hier eine Menge Gegner vor uns. Das ist, glaube ich, die Unterteilung des Jahrhunderts.
Ja, sind aber arschlangsam, das ist halt das Problem. Ja, aber wie ist die Top-Reichweite? 56 Knoten. Damit kann man arbeiten. Nee, nee, für ein Kreuz ist das nicht so selbstverständlich. Bei manchen ist 13,5 sogar kacke. So viele kenne ich, ja, wo das kacke ist. So ist viele. Klar, kann ich an einer Hand alle abzählen. Der quatscht wieder irgendwas. Meine Hand hat 11 Finger. Bla, bla, bla. Scheiße, bringt diese wieder zu. Ich muss was sehen. Und ich sehe was. Okay. Geh mir halt auf, das ist ein Problem. Ja, das half leider nicht. Ne? Ne, ich bin ja auch keine Half-Fort. Deswegen half. Oh, war der gut. Der war richtig geil. Nicht so ganz. Hammer-Joke vom Quaido. Ach, Quaido bist du jetzt. Quaido. Team Quaido. 2-7. Oh. Und sie haben mich wieder nicht getroffen. Cool. Mag ich. Kann gerne weiter so gehen. Shitaka hat mich ganz so lieb, habe ich den Eindruck. Ashitaka. Hast du auch schon 23.000? Hammerrunde. Nein. Die spielen sich einen Müll zusammen, die Gegner, ist ja Wahnsinn. Ganz merkwürdige Runde. Eine normale Runde? Sind das überhaupt noch merkwürdige Runden? Bam. Hat man nur 3 Striche vor statt 5. In welcher Situation? Allgemein immer? Wäre komisch. Das wäre komisch. Schani, zum Lachen Schani, komisch Schani. Oder zum... Das ist nicht komisch, merkwürdig komisch wäre das denn. Ah, okay. Sabotage im Testvideo. Ja, das ist allgemein so. Erste Runde Kitakame, die allererste, die ich hatte, war sofort auf Ozean. Ich habe das letzte halbe Jahr, habe ich 2-mal Ozean gefühlt gehabt. Einmal erste Runde mit der Michelangelo, sofort Ozean gehabt. Oder dritte Runde, vierte Runde, irgendwie so. Und jetzt ist mir genau das gleiche nochmal passiert mit der Kitakami. Und ich bin tot. Da habe ich gepennt. Ashitaka hat mich geschossen. Au. Ja, cooler erster Auftritt. Das hat ja richtig Spaß gemacht. Aua. Da hat er mit 3 Zitas gedrückt und weg war ich. Frech, hat schon voll eingelenkt. Knallbong. War aber zu erwarten. Der hat die ganze Zeit bloß auf mich gezielt, die Ashitaka. Der hat nur die ganze Zeit auf mich geschossen. Der ist aber extra zurückgefahren, damit ich weiter beschießen kann. Der wollte mich unbedingt. Guten Abend. Wollte mich einmal für den netten Raid gestern letztens bedanken. Sehr nette Community habt ihr da. Könnte ich am Bedarf ein bisschen Handnachhilfe anbieten. Aber was ich schon gesehen habe, war schon okay. Bertief, Dankeschön dafür. Wir kämpfen uns doch selber durchs Spiel. Danke für dein Angebot und schön, dass es dir gefallen hat. Schön, dass es dir gefallen hat. Immer lustig mit so vielen Leuten, denn gerade wenn dir sowas passiert wie mir gerade, wo du mit Vollleben komplett auf Null drops innerhalb von einer Sekunde, das sind immer die schönsten Momente dann. Naja. Wie viel Schaden hattest du? Wie viel Schaden musst du? Ganze 26.000. Hier, 2.000 Schaden hier. Scheiße, ist das eine Abschlachtscheiße hier? Das war's. Ganz schnell noch abdrücken, komm schon! Geht nope, rein. Mere, nope, nope. Und, wehe, und? Wehe, wehe. Jawoll! Oh, 17.000 noch hinterher, bam! Scheiße. Man muss auch gönnen können gerade. Ja, aber doch nicht, wenn ich ein neues Schiff hier spiele. Dann kriegst du immer die bekloppten Abschlachtrunden. Hammer, ich bin letzter. Cool, ich konnte richtig das viel machen. Das war die dritte von 3 Abschlachtrunden. Ja, Hammer. Wahnsinn. Wobei, die vierte sogar. Macht immer Spaß, so neue Schiffe vorzustellen, wenn die Qualität der Runde der letzte Dreck ist. Ja, okay. Naja, kannst du ja. Muss ich halt einspielen. Och, ging eigentlich treffertechnisch, kam bloß nichts bei rum. Hier mal 2000, da mal 2000, das ist halt so. Ich würde halt überlegen, auch viel HE da zu schießen, ne? Aber die Schlange hat die 25 mm nicht, also lohnt sich's nicht wirklich. Da müsste ich auf Abfackler dann hoffen. So, jetzt dabei der Muffinator. Aber wir haben schon mal gesehen, hohe Reichweite, schnelle Granaten. Diese 995 Meter pro Sekunde ist halt wie bei der Petropavlovsk. Das ist schon ganz schön geil. Das ist ein schöner Satz von Beatief. Man kann nur die Türen zeigen. Durchgehen muss jeder selber. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Stellt euch die Furushio, das ist hier meine Tür. Ihr müsst halt euch selber holen, um dann durchschreiten zu können. Meine Tür wurde gerade weggeknallt, aber mit Anlauf. Rocco, danke für die 25 Monate. Matus, danke für dein Geschenk. Rana, danke für die 21 Monate. Dolokan, danke für die 25 Monate. Dankeschön dafür. Let's go. Zweite Runde für Ruschio. Bisher war das SAP eher unterwältigend. Was heißt unterwältigend? Jede Seil waren immer 2.000 bis 3.000 eigentlich dabei. Das ist schon okay. Aber hier fehlten einfach gerade die Ziele, wo man chillig drauf schießen konnte.
152er haben wir. Und dadurch über 40 mm Durchschlag mit SAP. Das ist halt das Coole dabei. Ich bin aber überlegen, jetzt tatsächlich auf großer Entfernung einfach mit HE zu arbeiten, weil wir halt gezielt gut treffen. Ich muss mir bloß gleich nochmal die Abfackelchance angucken. Das war der Postbote, der unbedingt das Paket bringen wollte. Ja, ich meine T7-Kreuzer. Welcher T7-Kreuzer platzt nicht sofort, wenn ein Schlachtschiff einmal trifft? Das ist nun mal so. Was wollte ich gucken? HE Abfackelchance 8%. 8 Schuss in der Luft. Dürften aber immer eine Menge reingehen. Na, mal gucken, mal gucken. Gegen Zerstörer dürfte das Ding hier eigentlich gut helfen können. Oh, TK. Servus TK bei den Gegnern. Was geht's? Der Robottom Bossom. Oh, zwei Brüder. Eine schöne Karte. Würdiger Gegner, Lungen. Ja, die macht Spaß. In letzter Zeit auch oft mit T10, T11 gehabt, komischerweise. 152er oder 152er? 100 Geschütze A52. Ganz genau das haben wir auf 18 Kilometer. Schon aus, sehr gut, Juka. Ein Geschütz A52. Oh. Auch nicht schlecht. Dann aber 40 Kilometer Torps und jede Minute 40 ready. Flup, 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 flup. Wo möchte ich die Graf Spee, Kreuzerkill auf der gleichen Stufe. Fahren beide jetzt also hier, Muff und ich. Ich überlege gerade, weil Mainz ist da, Cleveland ist hier. Wir haben drei Kreuzer da. Ich drehe mal rüben. Willst du hier beide? Wir müssen helfen bei der Atlantico auf der Seite, ne? Wir sind zu wenig sonst. Ich fahre zur Atlantico, ja, damit die dann noch einen Schlacht haben. Ja, dann komme ich auch mit rüber. Ihr müsst ja nicht hin. Ja, dann wären wir aber drei Kreuzer, das wäre Blödsinn. Du, wir haben eh keine Cap-Punkte, das wird eh... Lass mal Muff da machen, ich komme hier mit rüber. Muff dreht auch um. Muff dreht mit ein, ja. Die Seite ist blöd für mich. Ja, für mich nehme ich auch, darum fahre ich weg. Achso. Wir verstehen uns, Muff, wir verstehen uns. Ich brauche eine Insel, ich auch. Eigentlich nicht bei der Granatgeschwindigkeit, aber das tat gerade ganz schön weh von der Ashitaka. Du hast wenigstens Range. Ja, was spielst du denn aus so einem Kurzreichweitenschiff? Selber schuld. Wie auch deine Ferruccio, wo ist das Problem? Glückwunsch, Himmelgun, zu den 4 Schiffen aus 3 Containern. Nee, aus 11 Containern. Glückwunsch. 3 Supercontainer und 8 Mega-Geschenken. Nice. Glückwunsch, hoffentlich ein paar schöne. Und wenn nicht, meckern. Scheiß, wo Gaming ist. Das hilft dann am besten. 2 DDs pro Seite. Set von Yang Shira gegen Huron Split und Kagero. Na, ausgeglichen. Wir haben da die Gegner nicht. Ja, Finjang da ganz hinten. Zu weit weg. Viel zu weit weg. Ah, in der Mitte? Nee. Mitte? Nix. Oi. Blub. Wir haben 2 DDs und keiner macht hier die Mitte. Das ist lächerlich, oder? Dann fahr du noch dahin. Wenn ja, du das geil. Findest. Ja, total geil. Wer soll denn die Mitte machen? Einer der beiden DDs, die da stehen. Ich bin nicht meine DV. Die hängen beide auf der 10er Linie. Das willst du mir sagen, ist in Ordnung? Was sollen die denn hier in der Mitte? Die Mitte ist der Mann, größte hier, da auf Zeiten. Der Ecke. Ja, das ist nicht die Mitte, das ist links. Das ist die Mitte von unserer Ecke. Das ist doch nicht. Die Mitte ist die, da, wo man langfahren kann. Da hinten bei dem Kreis, einmal herum, oh, davon Alter, die Ecke. Grinch. Hier, guck mal, wie der mich rammt, Alter. Was ja, los? Hätte ich Schokolade heute gekriegt oder was? Mann. Oh, guck mal, Delfine. Schokolade ist bei mir aus. Delfine. Ja, der hat Chips. Das habe ich hier. Auch nicht mehr. Dann Haferflocken. Und Muff macht das nicht. Das bringt nichts. Hm? Was hat er? Ach, deine Mitte. Ich glaube, er will bloß gucken. In die Mitte gefahren. Ja, nee, er will bloß gucken, ob der da langkommt. Oh, Cassiolo, komm ran. Geil. Deswegen immer so bockig. Ja, da fehlt der Zucker. Miran, der ist jetzt genau hinter der Insel da. Nee. Könnte man noch treffen. Das ist ja Yuka. Hey, Yuka. Gut, dass du den Stream hierbei aussahst. Hörst du nicht, wie ich dich jetzt wegballer? Und Geschütze geht gleich rum Richtung Krado. Pass mal auf. Ditch 411. Nice. Hey, down. Hit. Nett. Und lenkt weg. Das ist jetzt nicht nett. Ach, Mensch, lass mich doch wegballern. Und ist eh vorbei, komm. Oh, New Orleans. Eh vorbei, ja, klar. Für Yuka so gut wie vorbei. Und das meinte ich damit. Ich gerade nicht angefangen, aber... New Orleans. 1500 nochmal daher. Ich spiel jetzt mal ein bisschen aggressiver. Aggressiver. Bom, bom.
Mit dem Turm hinten nervt super, aber eigentlich dreht der 360 Grad über der Colombo und Co. Aber es ist sau nervig, dass bloß der eine Turm den immer schießt. Und spottet auf 21, gut zu wissen. Achtung, Nere. Irgendwas ist auf 21 Kilometer dran. Nicht, dass du dich erschreckst. Auf 14 Kilometer ist schon jemand dran, ja. Das ist doof, da haben wir einen DD vor uns hier. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hintorben. Jetzt nicht mehr. Er haut gerade ab. Ja, ja, ja. Bestimmt genau dahinter gefahren jetzt hier. An alle jetzt rüber auf die andere Seite. Fünf Minuten, 2000. Hast du auch schon zwei? Du hast schon über 10k von gerückt. Scheiße. Ist auch gar kein faires Duell, wenn du Schlachtschiff spielst, wie ich mal gesagt habe, ja? Es ist gar nicht fair. Hi, New Orleans. Lovik. Maverick hat auch schon 25k. Ich hasse mein Leben. Und Dütsch. 1400 mit einem Treffer. Jetzt stellt euch mal vor, da würden 8 treffen. Wäre geil. Stimmt da drin? Muff, das scheint zu funktionieren, was Muff da macht. Wären wir mal mitgefahren. Wären wir mal mitgefahren. Dütsch, Dütsch. Wieder auf. Er wird wieder getroffen. Bam. 2000. Hallöchen, Philadu. Was geht ab? Hallihallo. Hab nicht alle Ferrucci verpasst. Auch an dich, Hallöchen. Eine Runde hast du bisher verpasst. Da hast du aber nicht viel verpasst, weil es eine völlige Abschlachtrunde war. Hat man bloß mal so die Basics vom Schiff vielleicht schon mal ein bisschen gesehen. Aber jetzt gerade hier. Start the smoke. Start the smoke. Komm, Z, geh auf, geh auf, geh auf. Das ist die Z. Z, der fährt weiter rückwärts. Sieht ihr nicht, dass Radar an ist? Er darf nicht mehr. Das war eine schöne Salve. Oh ja, 5000 auf die Z. Ja, muss ja gleich Geschichte sein. Und tschüss. Boah, verfehlt. Schade. Wo auch immer er jetzt hingefahren ist. Lebt auf jeden Fall noch. Die Gegner gucken auch gar nicht in unsere Richtung. Sie ignorieren uns völlig. Noch, interessante Runde. Sehr interessant. Hydro ist an, also der ist auf 5 Kilometer noch dran, die Z. Marv nicht sterben. Achtung, Norker kommt zurück. Dreht auch die Geschütze. Schießt. Ich baller schon auf den die ganze Zeit, du. Achso. Hab den jetzt, ja, drück den immer mehr hier. Oh ja. Wer so breitseitig steht, der muss das auch bestraft werden. Kill die Z, kill die Z, kill die Z. Upp, upp. Ja, ja, die schießen alle schon ruf, alles gut. Bop, bop, bam. Schön, Marv, schön gemacht. What? Wie kam eine Salve gerade an? Ach. Da kam gerade eine Salve an. Du da. 4200 auf den Norker, ist okay. Ich hab jetzt schon so viel Damage wie letzte Runde. Ganz schön traurig ist und ich glaube, die Colorado rotzt mich gleich aus dem Leben. Ne, diesmal nicht, diesmal nicht, diesmal nicht. Nope, 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 nope. Vorsichtig. Ich kann nicht noch 17 geheilen, ich werde nicht so schnell sterben. Ja, ja. Berühmte letzte Worte, Muff. Vorsichtig. Hat letzte Runde volles Leben und gestorben. So viel dazu. So viel dazu. Mihari down. Hab schon 3 Schlachtschiffe verloren. Das ist gar nicht so gut. Nee, ist auch nicht. Und eine Deto von der Freundin. Ah. Spitze. Oh Gott, und die Nock hat auf mich geschossen. Das ist jetzt ein Riesenproblem. Oh, nein! Von allen Zielen. Warum denn jetzt ich? Jawoll! Dodgy, Dodgy! Das ist wie eine Pissinsel vor mir. Bin ich noch rum? Der dreht jetzt auch zu uns. Schere zu you down, sehr gut. Auch weg. Lass mich doch bitte zugehen. Darf ich zugehen? Wie lange gehen denn diese scheiß 20 Sekunden? Jetzt 9-9. Oh, Gott sei Dank. In Wendekreis Radius hier. Funktioniert. Ich steck voll in der Insel fest. Nee, steck ich nicht. Ich komm hier noch vorbei. Ich komm noch vorbei. Ich komm noch vorbei. Amalfi wir auch gleich weg. Sehr gut. Ja. Er ist down. Okay, okay. Jetzt sieht's killtechnisch ja wieder besser aus. Aber große Sterben ging auf jeden Fall los. Ja, große Sterben. Das ist... Einige verloren in kurzer Zeit. Ja, aber die Gegner auch. Das ist ja ein Schlagabtausch hier. Einfach in den Weg gesprungen, die Insel. Ja, ich sag's dir, ich sag's dir. Also was ich auf jeden Fall bei der Ferruccio merke, ist reiner Kleckerschaden. Du hast zwar 8 Schuss hier in der Luft, du hast eine sehr gute Genauigkeit, aber es geht maximal 2-3 immer rein. Auch auf hohen Entfernungen, das ist halt das Schöne.
Bloß mit HAE konnte ich jetzt hier gar nicht herumexperimentieren. Müsste man mal gucken, so ein Kombinationsschießen. Aber das Highlight ist halt hier das SAP mit über 40 mm Durchschlag, was gerade hier bei der Colorado jetzt eigentlich richtig drücken dürfte. Wenn der zweite Turm mal mitschießen könnte. Dankeschön. Du musst ihn auch nett drum bitten. Den Turm? Hallo, Guter. Zweiter Turm. 1300, Colorado dreht jetzt Colorado weg natürlich. 2300, das war okay. Möchtest du mitschießen? Ist schon okay, der Schaden, der bei rumkommt. Ein bisschen unspektakulär, dass man, weil man bloß die zwei Türme hier hat. Hm. Piu, 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 piu. Und kill. Meins. Ist aber eine Weimar. Genau die meinte ich. Weimar. Ein Treffer bloß. Der Turm nervt abartig hinten. Nervt, oh. Ja, man, wenn wir so kreuzermäßig spielen, hier immer so hier kiten oder drauf zufahren, links, rechts, aber andauernd schießt der hintere Turm halt nicht mit. Liebes Gaming, den hinteren Turm könntet ihr euch auch klemmen. Echt, ich ey. Nur den Turm vorne. Den ja, und dafür 8 Momente vorne. 8 Linksturm. 1 mal 4 wäre völlig. Einfach so ein 8 Linksturm, wo ist das Problem? Das sage ich gerade. Das bestimmt. Haben die Deutschen bestimmt geplant gehabt. Gleich neben der Ratte. Deswegen spielst du ja auch gerade einen Italiener. Korrekt. Oh, die Audit kommt ja nochmal her. Ja, der will ich aufs Maul kriegen. Kann ich noch ein bisschen Schaden machen. Bams! 3-4, ist okay. Und ist down. Ist das ein Weggefahren hier? Ich habe heute getrunken. Ich trinke jeden Tag. Ich trinke Tee. Alter. Trinkst du nicht jeden Tag, Predator? Mit Schuss? Predator, da solltest du, oder vielleicht solltest du dich mal zu wissenschaftlichen Testzwecken zur Verfügung stellen, wenn du ohne Wasser überleben kannst. Ich habe einen Werbebanner gesehen, neuer Predator-Film kommt raus. Hier die Konter-Spezies gegen Aliens. Und spielt im Zweiten Weltkrieg, sprich mit Tigerpanzer und Co. Der weird. Mal gucken, was das wird. Oder wo gar nicht ins Kino kommt, kommt bloß gleich geil, online. Fragt der Filado. Ja, das ist tatsächlich geil, 4,4 Kilometer. Aber du hast halt eine hohe Grundreichweite, so dass du eigentlich gar nicht so dicht dran willst. Aber kannst rein theoretisch auch, wenn einer vorne spottet, bis auf 6 Kilometer entfernt, fährst du einfach Vollgas mit und schießt die ganze Zeit und es funktioniert. Das würde funktionieren. Mit Instagram Ehrenmann, das Event in seiner Gänze ist auf keinen Fall günstig, aber die Ferruccio ist noch, ich sag mal, relativ früh zu bekommen. Nope. Die Defense und Kidakami. Oh Gott, das ist ja auch schon vorbei. Da brauchst du dann richtig viel. Und Ditch! Yeah, 7000. Aber auch hier. Erste Salve mal über 3000, mein Gott. Ausgeben müssen, gerade wenn du bedenkst, dass es nur ein Siemer ist. Mm. Kleckerschaden, mein Gott, wir sind sogar oben dabei. Oh. Nee, hilft nichts, ich fahre selbst noch eine dritte Runde. Es geht einfach nicht. Ich habe ja noch nichts jetzt von dem Schiff. Das ist ja nur Abschlachtung heute. Marv, danke fürs Mitkommen. Die Leute, die wir heute mitnehmen, die sind einfach zu gut. Ich sag's dir. Die sind zu gut. Ja. Mach mal mit dem BB gegen CV, wurde vom Pimmelmann abgefahren. Manche Sachen sind sehr Fremdwurfs. Flak verstärken, beim Team bleiben. Fertig. Und anderes kannst du nicht machen. Da kannst du nichts machen. Wenn dich das schon stört, dann freu dich mal, wenn ein U-Boot direkt vor dir auftaucht und dich wegtorbt. Da kannst du rumjammern. Und das für eine blöde Runde. Die sind heute alle so, die Runden. Die sind alle so. Darum machen wir jetzt noch eine. Hast du schwere Spreng- und Zapgranaten mitgenommen? Natürlich. Weil ohne ist unser Tarnwert ja richtig knorke. Oh ja, 6. Und selbst mit haben wir 9,9. Auch das ist ein hammergeiler Wert. Soll ich wieder mitkommen? Ja. Ich bin zu schlecht versprochen. Ach, Blödsinn, Admiral Töpel. Du hast gestern mit uns fast alles gewonnen. Und gestern überhaupt verloren? Glaub nicht. Blub, blub, blub. Abholen. Wahrscheinlichkeit, die Brandwahrscheinlichkeit 7%. Okay. Ja, HAE habe ich jetzt noch gar nicht groß ausprobiert. Waren aber ehrlich gesagt auch keine Ziele da, wo es sich gelohnt hätte, HAE mal groß drauf zu ballern. SAP ging immer ungefähr rein mit 1000 bis 3000 Schaden. Letzte Salve eben waren sogar 7000, das war natürlich nett. Aber sonst war es bloß Kleckerschaden. Muss man natürlich dazu sagen, dass ich auch gerade noch nicht eingespielt bin mit dem Schiff. Ne? Die Ferruccio selber, das war jetzt meine zweite Runde. Mal gucken jetzt in der dritten, ob es schon ein bisschen besser läuft. Vielleicht geht die Runde ja mal ein bisschen länger. Gestern noch den Rest von Oboi geguckt. Wenn du dir Sorgen um deine Artikulation machst, guck dir mal die Jungs an. Gott, wieso? So schlimm? Wen die danken? Ja. Los geht's. Dann mal los. Jetzt macht der Nere Easy eine 150k-Runde und sagt, was für ein Lappen ich doch bin. Gale Zander, spielen wir die danken in dem Dröhe, ja. Hans Gale Zander nochmal.
Waren bei der die Besonderheit? War die Scarlet Thunder nicht sogar auf Sniper? War die nicht sogar besser von der Genauigkeit her als Duncan? Du hast bestimmt ein Video gemacht auf unserem Kanal. Würde ich mir mal angucken. Weiß ich selber schon gar nicht mehr genau. Es gerade kamen so viele Schiffe dieses Jahr raus. Guck dir mal unser Review an zur Scarlet Thunder, da habe ich das ganz genau erklärt. Einfach Fazit am Ende gucken oder einfach das ganze Video gucken. S.Thunder. Na, ob du darüber was findest, ich glaube, oder? Reicht das? Ah ja, Scarlet Thunder, Duncan, aber gut. Ja, das war wie die Duncan, bloß, dass du diesmal nicht auf Nahkampf ausgelegt bist, warum auch immer die Duncan irgendwas im Nahkampf zu suchen hat. Mit der Scarlet Thunder kannst du besser snipen. Die wirkt schön schlank, das ist ja lustig. Wie so ein langer Torpedo, ne? Hat schon was. Ah, die Turm-Layout, wie gesagt, ist teil zum Verzweifeln. Ha, das sieht ja lustig aus, ja. Zum Glück 360 Grad der hintere Turm. Sonst wäre es wirklich eine Qual. Boah, schön beweglich. Also hier jetzt zumindest im Spielgefühl her. Naja, du bisher alle Salven. Mich hat noch nicht keiner doll getroffen, außer in der ersten Runde, weil ich da gepennt habe. Weil ich da auf die Ashitaka nicht mehr geguckt habe. Da war die Runde ja eh schon vorbei. Da hatte der mich erwischt von der Seite. Alles andere bin ich bisher ausgewichen hier. Problemlos. Dero, danke für den Sub. Willkommen in die Crew. Dankeschön. Black 58A, 9 Monate. Rocco 25 Monate. Dankeschön dafür. Ich bin Torpedo 2.0. Nee. Als Thunder war HI Sniper Load Thumbnail. Ja, genau. Noch 20 Minuten, meine Freunde. Die Bit Wars. Derzeit steht es für Team. Ganz genau. Derzeit steht es für Team Ja 1200 Bits zu Team 9 0 Bits. Heißt wohl, wir kriegen heute ein schönes Weihnachtslied. Und ihr könnt auch nach dem Weihnachtslied noch einschalten, denn da spielen wir noch ein Schiff. Itagami. Noch ein Special aufnehmen. Neues Schiff. Also nicht gleich weggehen. Ihr könnt, wie wir alle, auch dann eine Pause machen. Das Weihnachtslied hört sich eh keiner an. Und hallo? Das singen alle mit? Oh, Christmas Tree. Oh, Christmas Tree. Nee, lass mal. Doch. Wir feiern das. Itagami? Guter Wortwitz. Übrigens, drück mal Tab. Ja, ich keine DDs, auf. Zwei U-Boote, viele Kreuzer, viele Schlachtschiffe. Und eine North Carolina schon wieder. Blech. Eine North Carolina, genau. Auf 9.9 bin ich offen. U-Boot ist hier. Dann mal viel Spaß. Nee, lass mal. Have a nice day, Nirre. Bom, bom. Abfackeln. Mal gucken. Er selber kann nicht mehr schießen. Nee, er ist so dicht jetzt dran. Und... 2 mit HE, okay. Da kommen wir nicht rüber, Granaten sind zu schnell, shit. Wäre ich mal lieber zugegangen. Repulse brennt, falls du auf den geschossen hattest. Nee, Norka kommt rum hier, fährt rum. Norka, so. Nee, ich bin hier schon auf einer anderen Position. Norka. 1500, zu wenig. Oh, direkt jetzt die Insel davor. Dreck. Und Norka wieder zu. Was uns halt komplett fehlt, ist die Hydro, ne? Ja. Das ist für die Stufe natürlich leicht noch absolut. Die Nachladezeit ist aber auch ordentlich für 152er. Über 10 Sekunden Ladezeit für 152er, das ist ganz schön schmerzhaft. 3000 wieder nicht abgefackelt. Bom. Oh Gott, die Norka schießt jetzt auch auf mich. Oh Gott. Und wieder nicht abgefackelt. Okay. Und Top-Treffer kommt schon. Ah, die sind so langsam. Die sind so langsam. Scheiße. Das wäre gut gewesen jetzt. Ja. Für die Repulse. Der fährt noch nach vorne, ne? Die Repulse? Ja, der fährt nach vorne. Was macht der denn? Ich dachte, wir fährt da hinten weg. Aber schon 20.000 Schaden. Nur so gut. Ja, 20.000. Das ist doch gut. Das ist abgefackelt, ne? Vor der Repulse. Ja, ich sehe schon. Da haben wir haben auch nichts gegen. Ich wollte gerade sagen, wir haben noch gar keine Flieger. Dann macht er mir kurz Hoffnung, ich könnte irgendwas machen. Nee, damit du weißt, wo der ist, damit du das falls. Da hatte ich kurz Hoffnung. Wieso starrt der mich denn jetzt so an? Okay, schieß auf einen anderen. Glück gehabt, Repulse, hast Glück gehabt. Ich hatte mit meinen Brennen bisher gar keine. Fast 40 Treffer nicht einmal abgefackelt. Überhaupt kein Glück. Wenn du auf die Repulse schießt. Nee, auf die Norka. Der hatte nicht gebrannt. Nein. Nee, ne? 8% habe ich hier mit dem Schiff hin. War halt Pech bei der Norka. War einfach nur Pech. Oh. Okay.
Glück gehabt, sehr viel Glück gehabt. Ich habe gerade nicht erwartet, dass er da noch langschießen kann. Das kam überraschend, das kam sehr überraschend. So, halbe Minute noch, der könnte unser U-Boot das Feindliche aufmachen, wenn er da in der Nähe wäre. Ist er aber nicht, daher... Ja... Andi, der ist genau vor dir, muss bloß angreifen, ne? Mut zum Angriff, dann klappt das auch mit dem U-Boot. Einfach mal angreifen. Raus die Torps, raus die Torps. Vor allem, das fährt die ganze Zeit aufgedeckt rum, das U-Boot. Es ist so blöd. Steht hier direkt neben uns. Oh, da ist er. Da ist er. Jetzt hat er einen Fehler gemacht. Jetzt hat er einen Fehler gemacht und taucht instant wieder ab, ne? Nee, der ist noch oben. Der ist noch oben. Boom, 2-7. Hier Treffer. Das war nicht so geil. Achtung, wie Pal schießt. Hier ist schön ausgewichen. Die Bomben werden sehr schnell rausgeworfen. Echt? Wassereinbruch, Wassereinbruch. Ja, ein bisschen zu schnell für meinen Geschmack. Und sehr wenige auch bloß, ne? Da muss ja Punkt genau über dem U-Boot denn sein. Er hat noch Wassereinbruch, der ist gleich tot. Na, so gut. Der lenkt in deine Richtung. Weg den Krepp. Norka, Norka, Norka. Ja, oh Gott, Norka, die, Norka. Die Bomben hat er innerhalb von einer Sekunde hier rausgeworfen, so sah das aus. Hab ihn, so. Nice. So, ich block mal hier vorne, mal gucken. Torps sind ready, ey. In einer Minute erst wieder. Nee, dauert zu lang. Dauert zu lang. Aber die... Könnten die Norka... Ach nee, wobei, nicht wirklich. Nicht wirklich. Ähnlich zu. Ja, das ist die Repulse nochmal. Ja. Der ist leider immer weiter nach hinten gefahren. Und die Torps haben aufgehört. Schadi. Peinlich. Das wäre mir gar nicht peinlich. 9-9. Er guckt her, Nebel an. Kein Risiko eingehen. Ich war der Einzige, der ihn gespottet hat. Das ist ein Problem. Schieß einfach. Okay. Du kannst. Und er brennt. Das ist richtig. Er steht gerade links davon. Nee, auf die Norke natürlich. Auf den Heinrich, ne? Ja. Bin links davon. Konnte rechts schlecht rumgucken, dabei wie Palzen bei der Norke. Irgendwas hat mir so in meinem tiefsten Innern gesagt, mach das nicht. Smoke has been set. Und burn, er brennt an zwei Stellen. Ja, war volle Möhre. Jetzt werden wir abgeschlachtet. Ah, noch ist was, noch. Was ich wollte gerade sagen, was heißt volle Möhre? So erst drei tot, wenn du auf die Karte guckst, denkst du, wir haben da überhaupt keine Leute. Deswegen, mach mal ganz entspannt, bitte. Panik. Let's the panic out. Panik. Heinrich hat gelöscht. Das ist die Norka. Und natürlich nicht abgefackelt. Warum? Und komm schon. Ich hab kein Glück in den scheiß Abfackeln. Nice, schön. Der hatte eben gelöscht gehabt erst. Repulse kommt hier so halb nach vorne. Duelliert sich jetzt mit unserer Vladi. Ich wollte gerade sagen, da steht eine Vladi. Ich glaube nicht, dass er da rumfährt. Jetzt wieder rückwärts. Ja, aber die fahren halt beide nicht nach vorne. Und unsere Vladi ist alleine gegen drei. Achso, durch die Nocke. 21 Kilometer. Sagen, wieso bin ich offen? Wieso, weshalb, warum? Tut das den Not? Die Reichweite ist schon geil hier. Also das ist wirklich für T7-Kreuzer absolut außergewöhnlich. Selbst mit Reichweite 4. Ich komme jetzt hier auf 21 Kilometer. Aber es kommt halt nicht viel bei rum von den Treffern her. Wenn du da nicht Glück hast mit den Abfacklern. Du siehst bei mir sehr gut, wie es ist, wenn du totales Pech hast. Kommst einfach nicht hoch mit dem Schaden hier. Ja, Vladi fährt jetzt rum. Alleine gegen drei. Irgendwie Pals müsste er frontal rausnehmen können. Noch gerade ja, auch nicht mehr viel. Ja, aber das ist kein guter Tausch. Wenn er dann das ist auch nicht. Geht. Noch hat er den nicht. Ex-Treffer, wieder nicht abgefackelt. Mein Gott. Jetzt seid ihr von Breitseite zu Nock. Also jetzt macht die Vladi richtig scheiße. Jetzt macht er scheiße. Der Pech hat wieder rausgerammt. Ja, aber der Repulse kann ich auch nicht helfen. Lol, rammt er den raus? Bitte nicht. Repulse ist... Oh Gott. Alter. 30, 40.000 Leben, Vladi. Schmeiß dich mit der Gegner Repulse mit 6.000 Leben weg.
Tief durchatmen. Für alle, die Tab drücken und dann sehen, hey, eine Vladivostok im Feindteam, eine Lenin im Feindteam. Wenn ihr eine Repulse habt, dann macht euch einfach keine Sorgen. Der rammt den raus. Oh Leute, der hat auf mich geschossen, die Nioka. Hackt's oder was? Der hat mich geschossen, ja. Sau. Geh gerade so schön ein. Mackensen auch. Also nur HE zu schießen die ganze Zeit und du hast kein Glück mit der Abfacklein. Es kommt gar nichts mehr rum. Wirklich nichts. Gerade mal 39.000 Schaden hier. Lächerlich wenig. Und wieder nicht durchschlagen. Hättest du wenigstens die 32 mm mit der HE. Aber so ist das ja wirklich eine Wurstnummer hier. Wurstnummer. Super schnelle Granaten, super geile Reichweite. Recht agil das Ding, schön schmal. Nebel dabei, Torpedos dabei. Ist eigentlich alles gegeben, bloß die Hauptbatterie, die schwächelt. Aber irgendwas muss ja auch schwächen. Kann ja nicht alles geil sein. Ah, du lebst noch. Ich lebe noch, absolut. Das kann ja auch noch eine spannende Runde werden. Wenn unsere vier Leute jetzt hier nicht sofort sterben. Versuch schon irgendwie zu helfen. Da ist halt eine Poltava noch. Hat auch noch sehr viel Leben, leider. 107 zu 2 ist sehr semi-optimal. Ne, ich habe auch ein bisschen SAP geschossen, aber bloß minimal. War halt keine, ich sag ja, kein Glück dabei gewesen. Vorne abgefackelt, zweimal, der hat gelöscht. Danach nicht ein Brand mehr. War schon ein bisschen traurig. So, wir haben zwei Caps. Frage jetzt, wo kommt die Mogami rum? Mogami. U-Boot ist auch noch da. Leander ist noch da. Belfast haben die sogar. Bläh. Der Michael Pilado? Schon wieder. Michael, nicht mal reinklicken hier. Hör auf. Pilado, das ist nicht außergewöhnlich. Das ist einfach eine Meinung. Das ist deine Meinung. Das wird dir auch niemand irgendwie widersprechen können, weil wenn du das so siehst, dann ist das so. Die Schiffe, jedes Schiff hat hier einen anderen Spielstil. Mhm. Und daher ist das völlig, völlig normal. Poltava fast down. 8000 bloß noch. 4000. Also mir wäre es auf Dauer hier zu langweilig. Da fehlt mir der Bums hinter. Die Nachladezeit ist in meinen Augen viel zu lang. Mit 10,8. Oder 11 normal wahrscheinlich, der Normalwert. Das wird durch Dings hier gerade halt drunter sein. Ah, jetzt ist da das U-Boot. Ich bin spotted auf 9,9. Ach schön, durchs U-Boot jetzt wahrscheinlich schon. Cool. Ja, die Nockers hier. Gib diesen Scheiß. Der Mogami. Und Ditch. Treffer, nichts und Ditch. Treffer 1300, ne, immerhin. Noch immer die Murmeln da kein Damage gemacht hatten. Der Casual, da kann dir keine Sau helfen, da musst du ganz alleine jetzt schaffen. Ballert da die Belfast aus dem Nebel. Nee. 5. Komm, Kado geht zu. Sehr gut. Mogami dreht nämlich auch schon ein. Heinrich hat zu. Ach, Charles ist da unten lang gefahren. Scheiße. Eine Warspad ist auch gleich down. Nee, das war's hier. Keine Schlitte. Ich wüsste nicht wie. Die Gegner spielen so passiv. Eigentlich hätte unser Team bloß nicht reinfahren müssen, wie sonst was. Wir hätten C jetzt einfach sein lassen müssen und einfach wegfahren. Wollten sie aber nicht. Sie wollten unbedingt hier gewinnen. Ja. Wir hatten zwei Caps, ne? Ist halt schade drum. Ja, aber nicht wirklich. Die auf der A-Seite haben keine Chance, du. Einen ganzen Durchschlag. Wie kommt nichts bei rum, ey? Den zweiten Cap verloren. Hier kommt einfach nichts bei rum bei der Hauptbatterie. Es ist einfach viel zu schlechtes Trefferbild. Die ist mir echt nicht genau genug. Wir haben schon 8 Schuss in der Luft. Was ist denn das Problem? Superschnelle Granaten. Von diesen 8 Schuss treffen wir immer bloß so wenig. Ja, wieder bloß 3 Hits. Vom Kreuzer, auf T7 Kreuzer gefällt mir das Ding richtig gut. Dafür ist es absolut in Ordnung, ja. Also. Das Ding könntest du hier auf T9, T10 theoretisch mitspielen. Ja, gut. Also soweit würde ich sagen. Du, von der Reichweite her meine ich jetzt hier. Von der Reichweite her, absolut. Aber vom Rest würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, könnte damit den anderen mitspielen. Dazu zu wenig Leben. Naja. Keine Heilung. Aua, Mackensen, das tat weh. Leander ist hier auch noch einfach schön. Hi, Leander. Da bricht mir jetzt halt das Genick hier. Bam, 2-7. Viel zu wenig auf Leander. Viel zu wenig. 1-3. Hier Treffer bloß 1-3. Warum denn so wenig? Das ist viel zu wenig. Du.
Aber auch hier, wie auch bei den anderen Schiffen, die wir auch schon gezeigt haben von diesem Event, müsst ihr halt gucken, wie teuer ist das? Das ist ein T7-Kreuzer. Den könnt ihr dann nach dem Event für ein Jahr nicht irgendwie anderweitig bekommen. Na, ah, scheiße, schon dicht genug dran. Echt. Aber das ist halt ein T7-Kreuzer. Sind euch diese Ressourcen das wert? Das müsst ihr mit euch ausmachen. Boah, ist ja echt ausgewichen, den Torps. Ach, scheiße. Der ist ausgewichen, ja. Ja, Mann. Nun gut. 57.000 gerade mal zusammen. Es ist ekelhaft, damit Schaden zu machen. Also selten Kreuzer gehabt, wo ich so wenig Spaß hatte, wirklich auf die Gegner zu schießen. Es kommt viel zu wenig bei rum. Wenn du da nicht Glück hast mit den Abfacklern und irgendwie da eine gute Kombi reinklopfst, dann mag es vielleicht noch funktionieren. Aber... Wie viel hast du denn jetzt? 57.000. Mit 137 Treffern und 3 Bränden. Das ist gar nichts. Das ist überhaupt nichts. Dann mache ich mit meiner... Ich habe 90 Treffer und 63.000. Ja, hast du Glück gehabt mit den Abfacklern. Vorhin nämlich, wo ich die ganze Zeit gesagt habe, ich kriege die nicht abgefackelt. Wie viele Abfackler hast du? 3. Und alle wurden sofort gelöscht. Ja, gut. Das ist es halt. Ja, aber wie viel habe ich geschossen? Ich habe allein 100 Schuss bestimmt mit Harry abgegeben, um 3 Abfackler zu haben. Das ist viel zu wenig. Das ist zu wenig. Ich überlege, was auf der Stufe sonst so rumfährt. Reichweite geil, keine Frage. Kannst es als Kiterschiff denn spielen. Du kannst halt auf 19 Kilometer Gegner noch treffen durch die schnellen Granaten. Aber es kommt mir viel zu wenig bei rum. Viel zu wenig. Den Körper 5 Reload ist aber auch eklig. Ja, für 152er absolut. Wenn das hier 203er wären, okay, gehe ich noch mit. Aber für 152er ist das viel zu viel. Boom, Belfast down. Soll nicht sein, soll nicht sein. Achso, Dings lebt ja sogar noch hier, der Andi. Wird schon rausgehen. Andi lebt noch, genau. Jo, Andi. Das war jetzt enttäuschend, muss ich sagen. So andere Freunde, Schiffchen hier, die Defense, das war ganz lustig. Da hast du geschossen, da kam der Damage ganz automatisch. Aber hier, das war wirklich die Quälerei. Es kam nichts beisammen. Ja, weil du nichts tot bekommst dadurch ja auch. Du schießt bloß mit, du bist ja, wie so eine eklige Mücke, die so ein bisschen mitpiekt. Aber mal ganz doof gesagt, was für ein Sima-Kreuzer carried gegen Schlachtschiffe und Co. auch auf höheren Stufen. Boah, einige, die russischen Kreuzer mit HI und die 152er sind ein ganz anderes Level. Ja, aber kannst du nicht mal vergleichen. Das sind auch alles nur Mückenstiche, die halt ist über richtig. Zeit gegen. Und du musst ja auch bedenken, wir haben hier SAP, wir sind halt gegen Zerstörer halt auch saustark. Wir haben Top-Tarn-Wert, könnten ohne Probleme bei Zerstören durch die Nebel, den wir halt auch noch haben, können wir ohne Probleme gleich am Anfang bei Zerstören richtig schön mitspielen. Ich meine, die einzigen, die das vielleicht könnten, sind die Franzosenkreuzer mit ihrem hohen Kaliber, höheren Kaliber. Ja. Aber sonst, wir machen die nicht, halt... Haben die nicht hier auch noch die 152 auf der Stufe? Auf T7? Da rotzt das Hai aber auch ganz anders rein. Ja. Das Hai fand ich lächerlich, der kam kein Schaden bei rum, immer mal 800, dann mal 1000 und dann so selten bloß Abfackler. Deine Einschätzung zur Store 43, guck dir das Video an. Ja. Haben ein schönes Video zugemacht. Mit der Schorsch irgendwann mal 4,4 Basis-XP gemacht. 4K Basis-XP. Glaube ich, Olpa. Das ist ja auch ein tolles Schiff. Ich habe das nicht aus Spaß gerade gesagt. Was die mit HE drücken und die 152er ist abartig. Dagegen war das hier absolut lächerlich. Da war das wirklich lächerlich. Und es ist halt, man muss sich auch dran gewöhnen. An dieses Turmlayout. Das war nervig, ja. Das ist mal was ganz anderes. Eben, es ist auf jeden Fall was für besondere Hände, hätte ich jetzt mal gesagt. Also eben... immer was anderes wollen. Oh, Mann, Andi, hüpf doch einfach. Oh, und es da weicht der nicht einfach aus. Der Preis wird ein bisschen abschreckend sein. Ja. Wird war das? Hab noch 300 offene Bits von der Zigeuner durch Mimi. Zigeuner, möchtest du ein Weihnachtslied hören? Ja oder nein? Schreib mal in den Chat einfach bloß. Ja oder nein? 150k immerhin. Naja, hast du gut gemacht, Andi. Hast du gut gemacht. Ich meine, ja. Sicherheiten hast du mit dem Kreuzer ohne Ende, außer der einer erwischt dich einmal kurz Breitseite. Du hast die abartige Reichweite, selbst auf 17, 18 Kilometer triffst du die wirklich noch. Aber von den 8 Schuss kommen meist immer bloß 3 an. Warum auch immer. Kein Plan, warum das Trefferbild da so merkwürdig ist. Dieses Update kommt das mit dem Verbrauchsmaterial von Teammates sehen, oder? Kann sein, ja. Hatten sie, glaube ich, auf dem Devblog angekündigt. So, und ich würde sagen, die Runde ist vorbei. Zum, ja. zum Schiff sagen. Nö. Hier ist nichts, wir haben alles gesehen. Hydro fehlt absolut, die wäre extrem geil. Hätten wir eine Hydro, die Sicherheit haben wir halt nicht. Und mit dem SAP können wir vorne wunderbar mithelfen bei Zerstören und Co. Gleichzeitig sind wir aber darauf ausgelegt, mit der Reichweite und der Granatgeschwindigkeit von ganz hinten zu arbeiten.
beißt sich auch schon wieder so ein bisschen der Spielstil. Wenn die Torpedos, klar, mit ein bisschen Glück kannst du ab und an mal welche treffen, aber im Großen und Ganzen ist das hier ein Kreuzer, der im Hafen bei mir wahrscheinlich vergammeln wird. Ich meine, der reiht sich ein bei der Gorizia Abruzzi und auch bei der Zara. Das sind alles so Schiffe, die existieren auf T7 bei den Italienern, aber wirklich spielen möchte man die nicht, weil es einfach andere Alternativen gibt, die irgendwie deutlich mehr Spaß machen. Meine Meinung zu Ferruccio? Ihre, dein erster Druck war ja ganz gut eben war in der Runde. Franzosen, da meinte ich die Toulon mit den 305 mm. Ah, okay. Das wäre so ein Ding, wo ich sagen würde, da kannst du auch riesige Löcher stanzen im Vergleich zu dem, was jetzt das Schiff... Wir können ja nicht mehr Breitseiten... Gott, Alter! Mach das so wahnsinnig, danke für den Headshot. Wir können ja nicht mal Breitseiten bestrafen. Ja. Wir haben ja kein AP. Wozu denn HI und SAP kombiniert? Was soll denn das? Da hätte ich lieber bloß SAP und AP, dass wir auch Breitseiten in ordentlich drücken können. Zumal das Haar ja auch nicht besonders gut ist, was wir haben. Ja, naja. Ferruccio, meine Freunde, T7 Kreuzer, reiht sich ein bei den anderen Kreuzern, die wir so haben im Spiel. Wie gesagt, die ganzen 7er italienischen Kreuzer sind alles so Schiffe. Ja, kann man mal spielen, aber reicht denn auch wieder? Da gibt es einfach auf T7 zu geile Alternativen. Gerade auch, was die Premium-Schiffe angeht. Oder auch bei den normalen Forschungsschiffen, muss man wirklich so sagen. Ihr werdet nicht vergessen, fleißig kommentieren, eure Meinung zu Ferruccio gerne in die Kommentare.